Yo Leute, herzlich willkommen zurück zu Dying Light 2. So, in diesem Part werden wir die Jagd nach den sammelbaren Gegenständen in dem Gebiet Garrison fortsetzen. Und naja, wir haben zwar schon sehr viele Sachen in dem höchsten Turm in dieser Gegend gesammelt, allerdings sind wir mit dem VNC-Turm noch nicht ganz fertig. Ein paar Gegenstände gilt es da noch abzudecken, die ich allerdings auch schon habe. Also man sieht, der VNC-Turm ist nicht nur Dreh- und Angelpunkt der Hauptstory an einem gewissen Punkt, sondern sogar was Sammelgegenstände angeht, hat er einiges zu bieten. So, und zwar ein Band, ein Tonband lässt sich nämlich genau hier an dieser Rezeption hier finden. Nämlich, ich gehe mal ganz kurz auf den Sammlerstücke-Reiter. Genau, hier Touristeninformationen, Villador, VNC-Turm. Genau das lässt sich hier unten hinter dem Tresen finden. Als nächstes kehren wir wieder zur Spitze des VNC-Turms zurück. Hier lässt sich ein Tonband finden mit dem Titel Der Menschheitsrat Nummer 2. Und zwar lässt sich dieses Band in diesem Bunker hier finden, der sich über die Dachluke betreten lässt. Und hier drinnen findet ihr dann das Tonband. Und für das nächste Audiotape auf der Liste ist es ganz praktisch, dass wir schon auf dem Dach des VNC-Turms sind, denn jetzt müssen wir von hier aus quasi ungefähr in diese Richtung gleiten, um diesmal auf das Dach eines etwas niedrigeren Gebäudes zu kommen. Pardon, eine kurze Unterbrechung. So, wir begeben uns auf jeden Fall, wo, vorsichtig, zu diesem Gebäude, das jetzt quasi vor uns liegt. Auf das Dach von diesem Gebäude wollen wir. Dort befindet sich dann nämlich ein weiteres Tonband vom Tagebuch eines Nightrunners. Und es liegt genau dort in der Kiste. Tagebuch eines Nightrunners Nummer 7. Oh, die sind, glaube ich, doch weiter oben. Da. Nummer 7. In diesen Dokumenten, blablabla, von Anton Novak, genau, in seinem siebenten Eintrag begibt sich Anton zum VNC-Turm, um trotz seiner Versetzung seinen Nightrunner-Freunden zu helfen. Hey, Papa. Ich komme gerade. Ich treffe gleich die anderen. Frank hat alle versammelt. Wir sollen den Sender einnehmen und seine Sendekapazitäten unter unsere Kontrolle bringen. Auf welchem Stockwerk sind die verfickt nochmal? Nun, ich will dich nicht anlügen. Sie haben gesagt, ich soll nicht kommen. Soll mich ausruhen, was auch immer das heißen soll. Aber ich konnte nicht einfach so rumsitzen und nichts tun. Wo zum Teufel sind sie? Ich habe das Aufnahmegerät nicht ausgestellt. Papa, fast hätten Sie mich erwischt. Aber Sie können diese Tür nicht durchbrechen. Ich gehe aufs Dach. Ich werde dafür sorgen, dass wir in die Stadt senden können. Ich werde dort warten, bis diese verfickten Monster abhauen und mich dann aus dem Staub machen. Eieieiei. Ja, aber dann kam es, wie es kommen musste, ne? Wir kennen ja die Geschichte hinter dem Nightrunner und dem VNC-Turm. Eieieiei. Also auch noch einmal Props an den Synchronsprecher, der dem Anton Novak seine Stimme gegeben hat. Meine Fresse, ne? Das hier vor allen Dingen war auch wieder richtig gut lokalisiert. Also hammermäßig. Großen Respekt an die Stimme. Generell an sehr viele Stimmen hier aus dem Spiel, die die Charaktere wirklich sehr, sehr gut verkörpern. Hammermäßig gut. Wir kehren nochmal kurz zum Garnisonsstromwerk zurück. Dort lässt sich ein Gegenstand einsammeln, den ich eigentlich bereits habe, aber ich zeige euch eben, wo er zu finden ist. Nämlich in dem letzten Raum des Stromwerks, wo man dann ja den Strom einstellt, befindet sich der Gegenstand genau hier. Jack!
Jawohl, Leute, ich habe gerade die Bronzetrophäe nicht nach oben schauen freigeschaltet. Hammermäßig. Ja, auf die Art und Weise, wie ich sie jetzt gerade getan habe, geht es auf jeden Fall am besten. Einfach ein paar Zombies anlocken, entweder indem man sie hinter sich herzieht oder indem man, ja, Fleischköder oder eine Explosion oder diese Täuschkörper benutzt. Irgendetwas, das Krach macht. Und ja, anschließend sich auf so etwas stellen, was einigermaßen erhöht ist. Also jetzt nichts, was zu hoch ist. Mit anderen Worten, so eine Bushaltestation oder ein Truck. Die eignen sich für so etwas ziemlich gut. Dann bleibt man oben stehen, bis die Zombies das Interesse verlieren. Das tun die normalen Zombies automatisch nach ein paar Sekunden. Und sobald sie das Interesse verloren haben, merkt man es instant daran, dass man sie mit dem Hinterhaltsangriff von oben erledigen kann. Also man braucht im Prinzip die ganze Zeit nur hier oben stehen und die Vierecktaste spammen. Und sobald der Angriff möglich ist, wird er automatisch ausgeführt. Hammermäßig. Und wir müssen ein weiteres Mal auf das Dach des VNC-Turms. Aber das scheint diesmal das letzte Mal zu sein, denn die restlichen Sammelgegenstände sind lauter Graffitis, also Wandgemälde. Mit anderen Worten, dafür werden wir höchstwahrscheinlich nicht noch einmal hier hoch müssen. Ich sage nur höchstwahrscheinlich, weil sich ja die ganzen Graffitis normalerweise nicht so weit oben befinden. Aber gerade aufgrund der Tatsache, dass der VNC-Turm ja ein einzigartiges Gebäude in diesem Spiel ist, könnte das Spiel mich später Lügen strafen. Je nachdem, naja, wir werden sehen. Jedenfalls, was das nächste und auch letzte Audiotape in diesem Gebiet angeht, dafür müssen wir jetzt direkt aus dem Aufzug raus und zu diesem Gebäude hier gleiten. Quasi direkt sichtbar, sobald man aus dem Aufzug rauskommt, wo noch schön das Wort Tower an der Seite prangt. Slova Tower, um genau zu sein. So, und wir wollen genau dahin. Bams. Da wären wir auch schon. Und da ist auch schon direkt das Band. Die Villedor-Nachrichten Nummer 2. Wir haben ja schon Nummer 1, 3 und 4 gefunden. Die Nummer 1, beziehungsweise die Position von der Nummer 1, die haben wir hier unten in dem Garnisonsstromwerk gerade eben noch gesehen. Ja, und jetzt haben wir die Nummer 2 gefunden. Damit ist das Set wahrscheinlich komplett, naja, sollte es ja eigentlich, weil die Nummer 4 soll ja angeblich die allerletzte übertragene Nachricht gewesen sein. Dementsprechend, ja, das Set müsste komplett sein. In dieser Ausgabe vom 13. März 2023 berichtet Clarissa Mortimer vom Aufkeimen einer neuen Hoffnung in Europa, als Villedor zur letzten Bastion der Menschheit wird. 13. März 2023. Es ist 8 Uhr. Hier sind die Villedor-Nachrichten. Heute kamen erstmals Vertreter und Mitglieder des Militärs aus 6 Ländern mit dem GRE zu einem Treffen des neu gebildeten Menschheitsrats zusammen. Frankreich, Russland, Großbritannien, Italien, Deutschland und Schweden haben eine trilaterale Regierung gebildet. Der Rat erklärte außerdem... Entschuldigung. ...dass Villedor die einzige verbliebene, sichere Stadt Europas sei. Weiterhin versprach der GRE, all seine Ressourcen einzusetzen, um das Überleben der Menschheit zu sichern. Innerhalb einer Stunde nach dem Ende der Ratssitzung begann eine Welle Einwanderer aus ganz Europa nach Villedor zu drängen. Sind wir auf solch einen massiven Zustrom vorbereitet? Ich habe mit General Pratt gesprochen. Selbstverständlich. Die Dinge können am Anfang ein bisschen chaotisch werden, aber wir werden für alle einen Platz finden. Entschuldigung, man ruft mich. Unverständlich bleibt, dass die europäischen Regierungen und das Militär den GRE für vertrauenswürdig halten. Eine Erklärung wäre die Enthüllung des GRE von Genmod, einer angeblich tödlichen Biowaffe im Kampf gegen THV. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, trotz allem glaube ich, dass wir heute Nacht ein wenig ruhiger schlafen können, mit Grund zur Hoffnung. Clarissa Mortimer für die Villedor-Nachrichten. Okay, ich wollte schon sagen, war das alles? Ja, das war wohl alles. Alles klar. So, hier soll angeblich auch
der nächste sammelbare Gegenstand sein, aber um ehrlich zu sein, entweder übersehe ich ihn komplett oder in Wirklichkeit ist er ganz woanders. Okay, hätte ich mir schon fast sparen können, den Schnitt, denn es hat sich herausgestellt, ich hätte einfach nur ein bisschen mehr die Straße weiter hochlaufen sollen. Ungefähr da, wo jetzt scheinbar auch eine neue Nebenquest ist, ein vorbildlicher Enkel. Okay, neuen Anführungszeichen von, ich habe sie noch nicht angenommen, die ist da wahrscheinlich schon ewig. Aber jedenfalls, hier sieht man das Bild, da direkt die dazugehörige Kiste. Jing-Katzen heißt es. Und da schauen wir uns auch direkt den Text dazu an. Da. Ach, jetzt checke ich das erst. Nicht Jing-Katzen, sondern Ying-Katzen. Denk daran, Mensch, das Gleichgewicht zu halten, um dein Ying und Yang zu behalten. Und vor allem denke daran, deine Katzen zu füttern. Und füttere sie oft. Und streichle sie. Und kauf ihnen Spielzeug. Denk daran, Mensch. Frannik und Richard, Katzen. Ich wollte gerade sagen, ist der Text von der Katze oder von mehreren Katzen geschrieben worden? Ja, Frage beantwortet. Das nächste Gemälde ist ziemlich in der Nähe, quasi um die Ecke. Nämlich hier, um genau zu sein. Da hat man einen perfekten Blick darauf. Zwischen diesen beiden Gebäudewänden. Da kann man dann schlicht und ergreifend hier die Treppe hochlaufen. Und dann stößt man schon kurzerhand auf die dazugehörige Kiste. Und, ja, man sieht es schon, Geiz. Das, ja, wäre auch ein Titel gewesen, den hätte ich durch allein drauf gucken bestimmt mit ein bisschen Zeit erraten können. Sei nicht geizig, du verlierst stets mehr, als du zu gewinnen hoffst. Das nächste Wandgemälde findet man hier ungefähr, in der Nähe dieses Gebäudes. Da kann man sogar ein kleines bisschen abkürzen, indem man hier den kleinen Boost nutzt. Ups. Da bin ich wohl aus Versehen oben etwas zu früh an die Decke gekommen. Oh Mann. Okay, dann kletter ich halt hier ran noch hoch, wenn das Spiel es so unbedingt möchte. Oh Mann. So. Und hier haben wir es direkt mit der dazugehörigen Kiste. Das Wandgemälde trägt den Namen Vögel des Fluchs. Und das schauen wir uns auch direkt genauer an, was der Künstler mit diesem Kunstwerk aussagen wollte. Du kannst ein moderner Heiliger sein, die Tauben werden trotzdem überall auf dein Auto scheißen. Amen. Amen. Oh Mann, ich sag's euch, ich habe vor... Es war gefühlt gestern, aber eigentlich war es bestimmt schon 2 Wochen her. Da haben mir die Vögel das Auto sowas von zugekotet. Also, boah, man könnte meinen, ich hätte mein Auto neu lackiert. Wirklich, das war von oben bis unten zu. Hätte nur noch gefehlt, dass ein toter Vogel da drauf gelegen hat, damit die es mir noch einmal so richtig versauen. Also wirklich, das ist, das war abnormal. Aber gut, lassen wir das. Machen wir weiter. Das nächste Wandgemälde ist auch ziemlich in der Nähe. Von hier aus hat man einen ziemlich guten Blick darauf. Es befindet sich nämlich hier quasi an der Gebäudefassade. Da hinten sieht man es. You can do it. Ja, wenn die Collectibles sogar schon anfangen, einen zu motivieren. Ist doch nett, nicht wahr? Jetzt muss ich nur noch das dazugehörige Kistchen finden. Oder erzähl mir nicht, ich habe das hier schon gefunden. Ah nein, doch nicht. Ich wollte schon sagen. Der Boss. Okay. Schauen wir uns direkt den Text dazu an. Da. Wenn es um die Stärkung des Immunsystems geht, steht Beta-Carotin ganz oben auf der Liste. Achten Sie auf Ihre Gesundheit. Seien Sie stark. Geben Sie niemals auf. Das vorletzte Wandgemälde befindet sich an der Grenze zu New Dawn Park. Und zwar hat man von hier aus einen ziemlich guten Blick auf das Wandgemälde. Und die Kiste dazu versteckt sich hier hinter. Es heißt schlechte Angewohnheit. Und das schauen wir uns auch direkt an. So... wir sind das, was wir immer wieder tun. Exzellenz ist also keine Handlung, sondern eine Angewohnheit. Aristoteles. Und jetzt kommen wir zum letzten Wandgemälde in diesem Gebiet. Das befindet sich ungefähr hier. Von hier aus hat man einen guten Blick darauf.
Man muss jetzt nur noch an die Kiste rankommen. Das ist an sich ganz einfach. Hier hochklettern und da ist die Kiste auch schon. Zack, Ouroboros. Alles klar. Da bin ich jetzt auch auf den Text gespannt. Die Ouroboros-Schlange. Was genau hat die zu sagen? Das Ende ist der Anfang. Die Pandemie hat das Ende der Zivilisation, wie wir sie kennen, herbeigeführt und ihre Werte ausgelöscht. Und so stehen wir am Anfang einer neuen Welt, die neue Werte schaffen muss, von denen wir uns leiten lassen können. Alles klar. Im Übrigen gab es auf der Liste noch einen weiteren Gegenstand, nämlich das Audio-Mixtape mit Musik. Genau, hier, Lawans Musikmix. Den bekommt man ja nur im Laufe der Hauptmission Der Schuh. Da muss man schlicht und ergreifend dann nur das Radio in der Wohnung von Lawan und Hakon untersuchen. Und direkt daneben liegt ja quasi dieser Musikmix, den Aiden dann automatisch einsammelt. Also ist das scheinbar verpassbar? Ich bin mir nicht sicher, ob man das Radio untersuchen muss, um diese Quest fortsetzen zu können. Ich glaube nicht. Also das hier ist potenziell verpassbar. Ne, nur damit ihr wisst, wie man da rankommt, falls ihr es verpasst haben solltet. Alles klar. So, das wäre das. Damit hätten wir alle sammelbaren Gegenstände in diesem Gebiet abgehakt. Ja, war wirklich eine ordentliche Menge. Wir mussten teilweise natürlich auch noch ein paar Aktivitäten noch nachholen. Banditenlager, Windmühlen. Wir mussten ein paar Nebenquests fortsetzen. Klar, es sind immer noch sehr viele Fragezeichen hier übrig, wie ihr seht, aber darum kümmern wir uns ein anderes Mal. Jetzt sind erst einmal komplett nur die Sammelgegenstände im Fokus. Im Übrigen, wir werden auch wahrscheinlich nicht sämtliche sammelbaren Gegenstände am Ende dieser Session bekommen. Schlicht und ergreifend deshalb, weil es noch ein paar sammelbare Gegenstände gibt, die im Laufe der Story einzusammeln sind. Also so ein paar storyrelevante Sachen, die nur dort zu holen sind, gibt es leider noch. Aber da kommen wir dann auch zu, wenn es soweit ist. Ne? Ich denke mal, wir sollten definitiv 98-99% aller Collectibles insgesamt eingesammelt haben, sobald wir damit fertig sind. Ich meine, guckt euch jetzt mal an, wir haben schon 78 von 117 Andenken, 47 von 63 Bändern und 53 von 70 Graffitis. Also hammermäßig, wie weit wir jetzt mittlerweile schon sind. Sehr schön. Alles klar, dann würde ich sagen, wir werden unsere Sammelei jetzt in dem Gebiet The Wharf fortsetzen. Okay, wir fangen mal mit den sammelbaren Gegenständen hier bei der schwimmenden PK-Festung an. Da sehe ich direkt schon einmal drei Stück, die wir nacheinander abarbeiten können. Zum einen, wenn man hier nach unten in die U-Bahn-Station geht, dann sieht man hier direkt, wo man eigentlich nach einer Schnellreise rauskommt, die Notiz, die offizielle U-Bahn-Karte von Villador City Transportation. Ein ziemlich langer Name für einen sammelbaren Gegenstand. Eventuell vielleicht sogar der bislang längste Name von einem sammelbaren Gegenstand. Schauen wir an, ob es da dann noch irgendetwas weiteres dazu zu sagen gibt. Sofern ich die Karte finde, versteht sich. Okay, wo genau? Ah, hier vielleicht? Averys Karte, da, okay. Dieses Überbleibsel der alten Welt zeigt den Verlauf der drei U-Bahn-Linien der Stadt vor dem Untergang der Zivilisation. Villadors U-Bahn-Netz wurde in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts erbaut. In einer Periode des wirtschaftlichen Aufschwungs, die ebenfalls zum Wiederaufbau des Zentralrings nach dem Zweiten Weltkrieg geführt hatte. Die nächsten beiden Gegenstände befinden sich etwas weiter drinnen in der Festung. Und zwar ab dieser Stelle ganz einfach hier rechts rumlaufen, dann findet man hier an der Stelle eine weitere infizierten Spielkarte. Und wenn man anschließend hier runter geht, dann findet man hier an der Stelle Rezept Nummer 1, beziehungsweise das Rezept für die polnischen Piroggen. Okay, weiter geht's. Einige der sammelbaren Gegenstände hier lassen sich scheinbar auch nur in Folge von Nebenmissionen erreichen. Nämlich hier an der Ruhmestafel. Das schaue ich mir alles gleich noch einmal an. Nicht über diese ganzen Anzeigen wundern. Ich bin gerade eben noch einem Koop-Spiel beigetreten, weil ich erfahren habe, dass ich im Laufe der Übertragungsquest eine falsche Wahl getroffen habe.
Ich hoffe schlicht und ergreifend, dass ich noch in der Lage sein werde, diese Entscheidung irgendwie zu revidieren oder wieder gerade zu biegen. Keine Ahnung. Ich werde es im Laufe der Zeit schon sehen. Hallöchen. Entschuldigung, wo sind wir hier? Wieso weißt du nicht? Warte mal. Bist du der Pilger? Kommt drauf an. Du warst bestimmt auf der VNC-Turm-Mission. Ich bin Kyra. Leons Frau. Leon, mein Beileid. Er war ein großartiger Mensch, ein hervorragender Soldat. Wie jeder beim Trupp 404. Trupp 404? Den kennst du nicht. Die waren eine Legende. Sie halfen Frank aus dem VNC-Turm zu holen. Sie verteidigten die Missy, als die Infizierten eindrangen. Sie waren Vorbilder für jeden PK. Und an diesem Punkt sollten wir ihr Andenken ehren. Okay. Woher kennst du den Trupp 404 so gut? Ich war ihr Funke. Ich hörte die letzten Schläge, die sie trafen. Und ihre letzten Worte. Ich höre sie noch immer. In meinen Träumen. Aber das ist gut so, weißt du? Denn wir dürfen sie nicht vergessen. Und das hier. Die PKs sollten hier ihr Andenken ehren, so wie für die anderen Gefallenen. Natürlich. Sie zu ehren ist unsere Pflicht. Pilger, darf ich dich um etwas bitten? Hilfst du mir, alle Erkennungsmarken des Trupps 404 einzusammeln? Ich sehe, was ich tun kann. Vielen Dank. Einige hast du bereits getroffen. Wirtzbowski, Chris und Lieutenant Rowe im VNC-Turm. Ich habe bereits die Erkennungsmarken der Männer vom VNC-Turm. Für den Rest des Trupps sind hier die Aktionsberichte. Du weißt, was zu tun ist. Ich bin sicher, die Brüder und die Schwester wären gern wieder vereint. Okay, was haben wir denn hier alles? Tatsächlich 3 Missionen. Also, Leute, nur mal ganz kurz vorweg. Kann ja auch sehr gut sein, dass die Informationen aus der Liste, die ich gerade abarbeite, veraltet sind. Aber die Situation ist die, angeblich hätte ich in der Übertragungsmission im VNC-Turm, als ich im Keller gewesen bin und Leon ja sterbend vor mir lag, da hätte ich bei ihm die Dialogoptionen wählen sollen, laut dieser Liste, dass ich den Brief für ihn an seine Frau weitergebe. So. Und das hätte dann eigentlich sowohl die Nebenmission Letzter Wille gestartet, als auch scheinbar diese Folgemissionen hier losgetreten. Die Mauer der Tapferkeit. Genau. Diese Missionen werden auf diese Art und Weise sozusagen getriggert. Aber es scheint so, als ob die Entwickler eine Möglichkeit eingearbeitet haben, dass selbst wenn man diese Wahl nicht getroffen hat, man trotzdem die Missionen bekommt. Denn so wie es hier auf der Liste steht, bekommt man zwar nicht den letzten Willen von Leon als sammelbaren Gegenstand, sondern man bekommt dann eben diese ganzen Folgemissionen, bei denen man dann andere sammelbare Gegenstände bekommen kann. Also zumindest suggeriert die Liste das sozusagen, dass man diese Wahl treffen muss, um an diese Nebenmissionen dran zu kommen und dementsprechend auch an einige sammelbare Gegenstände ranzukommen. Aber ich weiß nicht, diese Missionen sind ja hier für mich aufgetaucht, als ich, keine Ahnung, die Nightrunner-Quest abgeschlossen habe? Oder? Wann ist die erschienen? Nachdem ich vom VNC-Turm schon runter war? Oder nach der Nightrunner-Story-Mission? Ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall scheint es so zu sein, dass die Entwickler es irgendwie anders gedreht haben, dass jeder Zugang zu diesen Missionen bekommt. Kann auch sein, dass diejenigen, die sich entschieden haben, den Brief von Leon an seine Frau zu überbringen, dass diejenigen diese Missionen früher bekommen und diejenigen, die sich dagegen entschieden haben, bekommen die Quests später. Kann natürlich auch sein. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber ich find's ehrlich gesagt gut, Gott sei Dank, ist es doch noch so gekommen, dass ich diese Missionen hier doch noch annehmen kann. Ich habe jetzt erwartet, weil ich den letzten Willen von Leon nicht dabei habe, dass seine Frau irgendwie dann, keine Ahnung, vor lauter Traurigkeit und vor lauter, keine Ahnung, vor lauter Hinterfragen, was seine letzten Gedanken gewesen sein könnten, dass sie da
nicht in der Lage ist, in der gefühlsmäßigen Verfassung ist, um diese Mission zu vergeben. Wäre jetzt mein Gedanke gewesen, was die Logik dahinter hätte sein können. Aber nein, okay, wir können diese Mission trotzdem machen. Ich dachte, du wolltest ihnen helfen. Mach ich ja, keine Sorge. Bericht Nummer 2. Am 18. Juni 2036 machten sich Private Brasco und Private Adam auf den Weg zu einem neu entdeckten Newfoundland-Militärrelais, um dessen Antenne zu aktivieren. Dort trafen sie auf unerwarteten Widerstand. Beide Soldaten kamen ums Leben. Mauer der Tapferkeit, verlorene Übertragung. Wir nehmen natürlich bei der Gelegenheit alle an. Am 13. Mai 2036 verließ Private Kitty die Basis auf einer Mission, um eine Lieferung von Antibiotika aus dem GRE-Impflabor zu holen, das sich an der Kreuzung St. Paul Boulevard und Downtown Court befand. Er sollte am 20. Mai zurückkehren, blieb aber verschwunden und die Basis verlor den Funkkontakt zu ihm. Eine Patrouille bestehend aus Private Sierra und den kleinen Ron machte sich am 21. Mai zum Labor auf, um Private Kitty zu finden. Alle drei Soldaten kamen ums Leben. Mauer der Tapferkeit, schlechte Arznei. Und Bericht 3. Am 4. September 2036 suchten Private Bartes, Private Wierzbowski und Private Chris die Hounfield-Sporthalle in der St. Joseph Street auf. Ihre Mission war das Bergen eines unbekannten verwundeten PK, der von Basaran abgefangen worden war. Dies entpuppte sich als eine Falle der Dukes. Private Chris wurde verletzt, Private First Class Bartes kam ums Leben. Und Mauer der Tapferkeit, tödlicher Tausch. Alles klar, damit haben wir diese drei Missionen schon mal intus. Sehr gut. Mit anderen Worten, wir werden uns jetzt erst einmal um diese Missionen kümmern, da wir mit Hilfe dieser Missionen eben an weitere Sammlerstücke kommen werden. Pardon, ich wollte jetzt eigentlich den Part fortsetzen, sobald ich in der Nähe von dem GRE-Labor bin. Allerdings hat Aiden schon etwas früher, als ich dachte, zu reden angefangen. GRE-Labors. Pilger, du solltest bis heute Nacht warten. Am Tag wimmelt es da sicher vor Infizierten. Wo soll ich nach den Leichen suchen? Die Aufnahme sagt dir alles, was du wissen musst. Ich kann sie mir nicht anhören. Over. Kleiner Ron an Basis. Der Ausgang unten ist versperrt, also versuchen wir oben auszukommen. Sierra und ich haben Private Kitty gefunden. In der Lobby auf der untersten Etage. Was stinkt denn hier so? Kitty, hast du gefurzt? Vor lauter Freude, uns zu sehen? Was? Ich war das nicht. Wir haben dich vermisst, du Nulpe. Hast du das gehört? Wir sollten schleunigst von hier verduften. Gib schon zu, Sierra. Du hast gefurzt und wolltest es mir in die Schuhe. Hast du? Was zum Teufel war das? Mir doch egal. Los, zur Treppe! Basis, wir werden von Beißern verfolgt. Wir haben Kitty in der Lobby verloren. Ron, ich bin auf der zweiten Etage. Oh nein. Ich bin direkt unter dir, an der Tür. Komm jetzt hoch. Ron! Geh weiter, Sierra. So viele! Alter. Ron, bist du da? Hilfe? Hallo? Aiden? Wow. Leute, ich hänge jetzt hier irgendwie gerade fest. Das gibt's doch nicht. Wieso hänge ich jetzt hier gerade fest? Was habe ich mir jetzt bitte zu Schulden kommen lassen? Ich bin doch einfach nur hochgeklettert. Spiel, ich bitte dich. Oh, Gott sei Dank, Leute. Mit dem Enterhaken war ich in der Lage, mich da irgendwie heraus zu befreien. So, jetzt bin ich beim Eingang oben angekommen. Let's go. Ich weiß, dass hier jetzt Schattenjäger auch sind, aber das ist mir egal. So. Okay. Ich weiß, dass ich jetzt bei Tage es mit etwas mehr Infizierten zu tun haben werde, aber das ist mir an der Stelle egal. Ne, das bekomme ich schon einigermaßen hin. Und immerhin, auf diese Art und Weise kriege ich ja ein paar mehr Infizierten-Trophäen. Also,
An sich ist das jetzt sogar eher... Wow, ein Vorteil. Ist ja gut, ist ja gut. Meine Fresse, ey. Jetzt aber ganz ehrlich, was soll großartig die Herausforderung bei diesen scheiß Schattenjägern sein, wenn verdammte Axt nochmal die Typen einen permanent verdreschen, ohne dass man die Chance hat zu blocken oder sonst irgendetwas zu machen. Die hauen einen auf den Boden, sodass man diese Taumelanimation hat und bevor man sich davon erholt, hauen die nochmal auf einen drauf. Das ist doch scheiße. Und wisst ihr, was sogar noch besser gewesen ist, dass ich aus irgendeinem Grund gar nicht respawnen konnte. Warum nochmal? Ich konnte vorher die ganze Zeit über in dem Spiel spawnen. Das war nie ein Problem. Wieso jetzt auf einmal? Kann mir bestimmt nicht mal das Spiel verraten, warum dem jetzt auf einmal so ist. Mal ganz im Ernst. Ah. So. Drei Pfeile und selbst so einen Schatten. Wow, hi. Und ich bin down. Ja. Der wird jetzt die ganze Zeit zuhauen und ich kann nichts dagegen machen. Hilfe. Wo bin ich? Wo ist er vor allem? So. So. Down. Drecksvieh. Oh. Ist ja okay, dass die mich schlagen und dass die viel Schaden machen. Finde ich ja in Ordnung. Aber wenn die einen in einer Combo festhalten, sobald die an einem dran sind, aus der man nicht mehr herauskommen kann, egal was man tut, weil diese Ich-bin-getroffen-Animation so lange dauert, dann, Entschuldigung, dann ist es aber auch mal vorbei. Die Viecher sollen ja auch zumindest besiegbar sein. Die sollen doch nicht quasi diese unaufhaltbare Macht darstellen. Nur weil sie mehrere Schläge hintereinander machen können, die einen immer auf den Boden werfen. Also da ist doch irgendwann nochmal gut, oder? Ach Gottchen, sei es drum. So, perfekt. Da ist noch einer gewesen. Oh. Waren das alle? Da hinten sehe ich noch einen. Hi. Oh. So. Easy. Oh. Ich vergesse immer wieder, dass mein Überlebensinstinkt ja sowieso nicht funktioniert. Während ich den Bogen gezückt habe. Weil ich dann automatisch in diesen genaueres Zielen-Modus gelange. Was zur Hölle ist jetzt passiert? Okay. Vor allen Dingen, wieso muss ich von... Ernsthaft? Die Erkennungsmarken von allen Soldaten sind in drei Teile gespalten? Okay. Interessant. Die Sache ist jetzt auch, sind diese Gegner... Ach, da unten. Okay. Ich wollte gerade sagen, wie erkenne ich jetzt... Wow. Wie erkenne ich denn jetzt genau... Oh, hi. Wie erkenne ich jetzt genau, wo diese Gegenstände zu sammeln sind? Jetzt weiß ich's. Ich habe da unten schon einige Lupensymbole gesehen. Mit anderen Worten, die Dinger scheinen alle in dem unteren Stockwerk zu sein. Ja, finde ich in Ordnung. So, und das Schöne ist, dank des Bogens bin ich so unfassbar gut in der Lage, die Zombies innerhalb kürzester Zeit auszuschalten. Ne, da muss ich nicht mal mehr auf den Kopf zielen, um die zu one-hitten. Das ist das Praktische an dem Bogen. Jetzt frage ich mich ehrlich gesagt, ob ich nicht einfach den Rest der Zombies langsam skippen sollte. Na kommt, wir versuchen es mal. Zack. Ja, ich weiß, ich laufe jetzt quasi an einigen infizierten Trophäen vorbei, aber wisst ihr was, die kann ich auch auf dem Rückweg einsammeln und zwar offscreen. Onscreen möchte ich jetzt erst einmal diese Quest hier mit euch zu Ende bringen. Und die Zombies erledigen kann ich dann auch eben, sobald die Aufnahme aus ist. Zumindest die meisten. So, okay. Hm.
sehe schon. Tut mir leid, ich muss das mitnehmen. Ah, okay. Ah. Okay. Ach so. Jetzt sehe ich das erst. Ich muss insgesamt die Erkennungsmarken von allen drei finden. Das Spiel hat es jetzt so aussehen lassen, als ob die Erkennungsmarke von jedem dieser Leute sich in drei Teile gespalten hätte. Ich also insgesamt 9 Teile finden müsste. Ja, so hat das Spiel es zumindest aussehen lassen. Na gut, okay, ich sehe schon unter mir direkt die nächste Möglichkeit. Ja, ist ja... Oh Mann, ja geil. Einfach einmal durch. So. Das ist auch das Angenehme. Nur bei dem Eingang lauern diese Schattenjäger. Im Rest des Gebäudes sind einfach nur ein paar Zombies mehr. Was ja an sich keine große Sache ist. Zumindest sobald man einigermaßen gutes Equipment hat. Hi. Den hau ich mal lieber weg. So, hier scheint es sogar 2 Spuren gegeben zu haben. Kann das sein? Ach, hi. Du warst ein richtig harter Hund, oder? Okay, sehr gut. Die Erkennungsmarke des kleinen Rons. Und da unten wird dann wohl die letzte sein. Sehe ich da unten gerade einen Schattenjäger? Ich weiß es gar nicht. Ich gehe einfach mal auf Nummer sicher. Oh, scheiße. Oh je. Na, das wird lustig. So, ist jetzt ein kleines Durcheinander, aber egal. Reicht das? Ja? Gut. Oh, ich hätte jetzt vielleicht die kleineren Medikits langsam aufbrauchen sollen. So, wo genau ist jetzt der nächste? Da. Oder? Ja. Ach du Schande. Beide Beine weggerissen. Jünger als ich. Krass. Alles klar. Damit wird das erledigt. Alles klar, dann werde ich hier noch ein paar Zombies erledigen. Und dann würde ich sagen, setzen wir direkt auch die nächste Mission fort. Dafür müssen wir dann aber wahrscheinlich nach Old Villedor zurück, oder? Zumindest hat das irgendwie danach ausgesehen, wegen der Entfernung. Werden wir mal gleich sehen. Tapferkeit. Ne, doch, Mauer der Tapferkeit. Wo ist die? Momentchen. Huch. Mauer der Tapferkeit, Mauer der Tapferkeit. Mauer der Tapferkeit. Ja, die sind beide noch 1 Kilometer entfernt. Alles klar, dann schauen wir mal. Gehen Sie zum Newfoundland Militärrelais. Wird wahrscheinlich in Old Villedor sein, oder? Ich gucke mal ganz kurz auf die Karte, um sicher zu gehen. Ah, okay, oder auch nicht. Ich dachte, das Menü wird mich jetzt automatisch auf die Karte führen. Wo genau ist es? Da? Wie zur Hölle komme ich denn da hin? Ach du Schande. Ja, das wird lustig. So Leute, an dieser Stelle werde ich den Part dann erst einmal für heute beenden, denn die anderen Missionen haben etwas länger gedauert, als ich gedacht habe. Davon abgesehen, falls ihr euch fragt, warum es mir plötzlich nicht mehr möglich war, wieder zu respawnen, was doch normalerweise eigentlich immer kein Problem in dem Spiel dargestellt hat, lag schlicht und ergreifend daran, dass ich nach dem Eintreten in eine Online-Session, nachdem ich ja fälschlicherweise davon ausgegangen bin, dass ich die Mission Übertragung eventuell noch einmal wiederholen muss, um an gewisse sammelbare Gegenstände ranzukommen, war ja am Ende nicht der Fall. Aber ja, da bin ich kurzzeitig einer Online-Session beigetreten und dabei habe ich scheinbar irgendwann, ohne es richtig realisiert zu haben, in den Online-Einstellungen die Sitzung auf Privat statt auf Einzelspieler gestellt. Und das sorgt aus irgendeinem Grund dafür, dass man dann überhaupt nicht mehr respawnen kann. Verstehe ich ehrlich gesagt auch nicht ganz, weil wenn man die Session auf Privat gestellt hat und nach wie vor kein anderer Koop-Partner mit einem in der Session drinne ist, warum hat man dann überhaupt nicht mehr die Möglichkeit, von alleine wieder zu respawnen?
Keine Ahnung, aber daran hat es auf jeden Fall gelegen. Deshalb, das ist die dazugehörige Erklärung. Ne, da wisst ihr auch Bescheid. Ich war auch erst im Nachhinein schlau, was das angeht. Naja, sei es wie es sei, an dieser Stelle sage ich dann für heute erstmal, Leute, vielen lieben Dank fürs Zusehen. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben und einen Kommentar da, falls es euch gefallen haben sollte. Habt ihr das schon bei einigen meiner Videos getan? Ist es euch ja vielleicht schon ein Abo wert? Nichtsdestotrotz, danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!